Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es das Unboxing von dem Weihnachtstauschpäckchen mit meiner lieben Cindy. Ihre beiden Teile von ihrem Video, also weil sie hat schon gedreht, weil sie es schon bekommen hat, meins kam erst gestern an. Das verlinke ich euch einmal unten in die Infobox und dann könnt ihr euch das anschauen, was ich ihr geschickt habe. Ja, das Paket kam eingepackt. Ich habe schon soweit geöffnet, dass wir da zumindest erstmal dann ja, reinschauen können, wegen Adresse und so weiter. Also sie hat sich ganz viel Mühe gemacht und alles eingepackt und ja, ich habe hier neben mir wieder den Hocker stehen. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Karton am Stativ vorbei... Nein, das geht nicht. Also machen wir es so. Ja, ich mache das Ganze jetzt erstmal auf. So. Und als erstes nehme ich mir mal den Brief, den sie mir reingepackt hat, fürs Füchsi. Steht da drauf. Moment. Okay, ich lese es mal vor. Liebstes Füchsi, ich wünsche dir und Clara und Linus, da fehlt doch noch einer, Grübel. Ach ja, dem Jens, also mein Mann. Natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ich kann dir mit dem Inhalt des Paketes eine kleine Freude machen. Hab dich lieb, deine Cindy plus Anhang. Ja, vielen Dank. Natürlich machst du mir eine Freude. Da werden bestimmt ganz tolle Sachen drin sein. Ich werde mal den Brief hinter euch legen. Und ja, dann beginne ich mal zu krabbeln. Okay, das ist das erste und hier steht drauf für Füchsis zarte Hände. Ah, okay. Ja, mit so Smiley und ganz süßes Weihnachtspapier mit so ganz vielen Geschenken. Und ich mache das mal auf. Ja, und wie auch gestern bei Sandra, bei dem Unboxing von meiner Brieffreundin, versuche ich natürlich auch hier das Geschenkpapier so gut wie nicht zuzumachen. So, Moment. Okay, meine liebe Cindy war im Rossmann einkaufen und hat mir einen Massagehandschuh geschenkt. Cool, starker Peeling-Effekt, porentiefe Reinigung. Der kommt in so einem Orange. Ich habe so einen ähnlichen schon, bloß nicht in Orange, sondern das blendet noch so. Nicht in so einem Orange, sondern in so einem Naturton. Aber die sind bei uns echt super. Vielen, vielen Dank. Ich lege das mal hier so hinter euch. Ja, dann müssen wir halt die Sachen ein bisschen zuräumen. Macht ja nichts. So. Das knistert und das ist groß. Bereits schön verpackt. Ja, da gebe ich dir recht. Und zwar ist das von Darf. Das hast du doch in deinem Haul-Video gezeigt. Ja. Ja, da hat sie mir einmal die Dusche und einmal die Bodylotion reingepackt. Ich muss sagen, die Bodylotion habe ich bereits von Oma bekommen, weil Oma damit nicht zurechtgekommen ist. Und ich finde die sehr gut. Ich mag diesen Pistazienduft, finde den wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, vielen Dank dafür. Da freue ich mich. Also es riecht auch wirklich sehr, sehr nach Pistazien. Wie geht das so? Geht so. So. Eine Reihenfolge oder so hatte sie ja nicht geschrieben. Dann für meine Genießerin hat sie da drauf geschrieben. Ich glaube, da ist Tee drin. Noch beim Auffummeln. Ja, ein Klebestreifen hast du auch nicht gespart, ne? Okay, ja, ich hatte recht. Hüttentraum. Früchtetee mit Rumtrauben, Orangenaroma. Okay, von Teekanne. Kenne ich so noch nicht, hatte ich bisher nicht. Dann werde ich mir nachher gleich einen machen, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Wir haben es jetzt nämlich um 7 Uhr morgens und ja, ich konnte nicht mehr schlafen. Und deswegen mache ich jetzt das Unboxing, weil ich halt wissen wollte, was drin ist. ja, Hüttentraum. Ich bin echt gespannt. Den mache ich mir nachher gleich zum Frühstück. Vielen, vielen Dank.
Für dich, weil ich sie liebe. Es fühlt sich an wie eine Bodylotion. Es ist die Sheanuss Kokos Bodylotion von Balea. Könnte mir das durchaus vorstellen, weil du sie ja sehr, sehr oft auch zeigst und sagst, wie toll du sie findest. Bin auch beim Aufmachen, ich dauert noch. Sini hat Klebestreifen ohne Ende verwendet. So. Das ist übrigens jetzt Papier mit so kleinen Schneemännern drauf. Ist auch so niedlich. Ja. Balea, Bodylotion, Kokos und Sheanuss. Wie oft stand ich im Laden und wollte sie mir mitnehmen und habe gedacht, nein, du hast so viel, nein, du brauchst es nicht. Jetzt habe ich's. Danke. Man riecht wirklich wie so ein Raffaello, wenn man sich eingecremt hat damit und ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Das stelle ich mal hier hinten hin. Dann könnt ihr das nämlich sehen. Oh Gott, da ist noch so viel drin. Weil ich es liebe, Teil 2. Ich überlege gerade, was es sein könnte. Es fühlt sich stark nach einem Deo an. Ja. Es ist sehr lustig, ich habe ihr das gleiche nämlich reingepackt und zwar von Balea Body Spray oder Deo Body Spray Kokos. Bei uns ist es im Ausverkauf gewesen und ich habe das letzte für sie erwischt und habe es ihr dann noch ins Paket gepackt. Das ist ohne Aluminiumsalze. Ich muss jetzt mal sprühen, weil ich es im Laden halt aber kein Tester mehr und nichts. Ich sprühe jetzt einfach mal. Also riecht ähnlich dem der Bodylotion. Also mein Mann wird mich umbringen, der hasst nämlich Kokos, aber naja, gut, muss er dann eben mit durch, ne? Hatten wir auch schon bei dem Bodyspray, was hier hinter mir irgendwie steht. Da. Das Bodyspray, das raucht ja auch so ein bisschen nach Kokos. Oh Gott. Da ist noch was Kleines und noch was Kleines und was Großes und ich glaube, ich fange mit dem Großen an. Lecker, lecker vom Zuckerbäcker. Ich muss es auch wieder aufmachen. Möchtest du mich zum Backen verführen und dass ich dann dich einlade, dass du herkommst? Sie hat mir einmal Schokokuchen reingepackt. Das ist so eine Backmischung mit feiner Lasur. Und man braucht nur 3 Eier, 200 Gramm Butter oder Margarine und 3 Esslöffel Wasser oder Milch. Habe ich zu Hause. Ich glaube, den werde ich heute machen. Ich poste dir dann nachher ein Foto bei WhatsApp, wie der denn aussieht. Ich glaube, den mache ich nachher. Ja. Vielen, vielen Dank. Oder backe ich nachher den Lebkuchen und hebe mir den auf? Ich überlege noch. Ich überlege noch, aber ich glaube, den muss ich jetzt mal hier drüben stellen. So, dann haben wir Überspieler. So, eins. Da steht drauf. Für die Sinne. Es ist furchtbar schwer. Moment. Cindy weiß, dass ich Duftkerzen mag und sie hat mir von Glade eine reingepackt. Limited Edition. Luminous Apple Spy. Und dann mit einem Deko-Anhänger obendrauf. Oh, vor der stand ich neulich und ich habe sie mir nicht mitgenommen. Oh Gott, ist die lecker. Hast du die auch? Und dann noch in einem pinken Glas. Cindy, wir verstehen uns, ne?
Oh. Danke. Die werde ich, glaube ich, nachher dann anzünden. So, und jetzt haben wir noch hier einen Haufen kleines Zeugs. Partnerlook, weil habe ich auch. Okay. Das klappert. Das hört sich an wie Ohrringe. Oder eine Kette oder so. Oder ein bisschen Schmuck. Das klappert auf jeden Fall. Ja. Ich müsste mal hinter mir. Habt ihr meine ganzen Ohrringe und die Ketten und so. Und ja. Ich habe heute mal ein bisschen die Location geändert, weil, wie gesagt, ich habe jetzt die Softbox und will ein bisschen ausprobieren, wo wir uns hier hinsetzen, um das Video zu machen. Okay, von Scarlet Bijou, nickelfrei, eine Kette. Moment, ich muss die erstmal entwirren. Die sieht so aus. Also das ist halt ja, so ein runder Kreis mit einer blauen Kugel. Ich zitter. Ja, das ist, also es ist eine türkisfarbene. Bei euch kommt das jetzt so blau rüber, aber es ist türkis, diese Kugel. Vielen, vielen Dank. Die ist echt schön. Ja, werde ich spätestens zu Weihnachten tragen. Ich poste dir auch bei WhatsApp ein Tragebild und für euch, wenn ich es nicht vergesse, dann bei Instagram. Pack die mal hier hin. Für schöne Nägel. Das sind zwei Teile. Und auch das hat sie wieder gut zugeklebt. Ich muss es aufreißen, es geht nicht anders. Okay, von Ruby Kristall ein Nagelhautpflegestift. Ruby Kristall, hat das nicht mal, gab es das damals nicht von der Ricarda M? Korrigier mich mal, wenn das falsch ist. Okay, ein Nagelhautpflegestift. Sieht so aus. Huch, mit so einer Spitze. Bin ich echt gespannt. Ich hatte damals die Feilen von Ruby Kristall. Ja. Und dann hat sie mir passend dazu ein Calcium-Roll-On reingepackt für die Nägel. Bin ich auch schon sehr gespannt. Vielen, vielen Dank dafür. Du weißt ja, ich um meine Fingernägel. Ich mache viel mit denen. Oh Gott, muss ich da mal hinpacken? So, dann wenigstens etwas Weißes. Okay. Ist das jetzt darauf bezogen, dass wir immer noch keinen Schnee haben? Sie möchte nicht, dass ich es auspacke, deswegen ist es so gut zugeklebt. Okay, ein weißer Nagellack von Essence. Moment. Das ist die Farbe 16 Femme Fatale. Das ist halt ein weißer mit, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ein bisschen Glitzer ist damit bei. Ich habe so einen ähnlichen, aber dafür brauche ich erstmal den, den ich schon habe. Und dann kommt irgendwann der hier zum Einsatz. Aber vielen, vielen Dank dafür. So, und dann haben wir noch zwei Teile. Und dann ist der Karton leer, war ja auch genug drin. Schöne Lippen muss man küssen. Mann mit Doppel-N übrigens. Mein Mann, ja, der schläft noch. Wie gesagt, wir haben es kurz nach 7 auf dem Sonntagmorgen. Und wir waren gestern noch bei Freunden und ja. So, dann gucken wir mal. Okay, das ist von P2 aus der Soft Nude Reihe. Ein Lipstick in der Farbe 040 Soft Caramel.
Ich swatche euch den einmal. Schöne Farbe, schönes Rosenholz. So Karamell sieht das jetzt für mich nicht aus. Also für mich ist es rosenholzfarben. Vielen, vielen Dank. Ich habe davon schon einen. Juhu. Ach, den stellen wir mal dahin. Und dann noch einen. Brauchst was aufs Auge? Ich habe heute schon was aufs Auge bekommen. Ich habe mich vorhin schon nämlich fertig gemacht. Weil ich wollte hier nicht aussehen wie gerade frisch aus dem Bett gehüpft, ohne das Unboxing zu drehen. Deswegen habe ich mich ein bisschen fertig gemacht. Ich krieg's nicht auf. Okay. Und zwar von Catrice aus der Limited Edition Nomadic Trace 1002 Savannah's Gold. Und so sieht der aus. Ist so ein. Ja, ich kann es nicht so wirklich definieren. Das ist so ein Gold, Rostgold, Peach. Also das ist eine Farbe, die wunderschön ist. Die ich aber schwer zuordnen kann. So, hier, da. Ja. Also es ist eine Farbe, die ich halt nicht schwer zuordnen kann, aber damit lässt sich bestimmt was Schönes schminken. Einfach nur mal so für den Alltag. Ja, Mäuschen, vielen, vielen Dank für die tollen Sachen, die du mir ins Paket gepackt hast. Ich hoffe, dass dir meine Sachen auch gefallen haben. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr zugesehen habt bei diesem Unboxing-Video. Ich denke, es wird jetzt auch das letzte gewesen sein für die Weihnachtszeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.